Hallo, hier spricht wieder euer Remora. Ich begrüße euch recht herzlich zu einer weiteren Folge meines XCOM 2 Playthroughs auf dem Schwierigkeitsgrad Legende Iron Man. Heute starten wir mal nicht direkt an der Mission durch, sondern letztens ist noch was passiert. Nachdem ich mich von euch verabschiedet habe und das Video beendet habe und mich aus dem Spiel auslocken wollte, hat mir das Spiel dann mitgeteilt, dass der Scan nach dem Soldaten, da wo ich gerade dran war, bereits abgeschlossen ist. Und den Soldaten bzw. die Soldatin, die haben wir schon bekommen und die wollen wir uns jetzt noch schnell anschauen. Das ist nämlich Brienne von Tarth, einer meiner Lieblingscharaktere aus dem Buch. Okay, erst einmal hier die Farbe wieder korrigieren. Ich weiß nicht, warum aus dem Pool raus, im Character Pool, hier die Farben von der Waffe immer nicht übernimmt. Jo, und dann können wir sie noch befördern. Sie ist schon Sergeant und sie ist ein Spezialist. Sie wird den Weg von Varys einschlagen und ihn auch gleichzeitig jetzt schon überholen. Kampfsanitäter, sie kriegt Mediprotokoll und sie kriegt noch zusätzlich Revitalisierungsprotokoll. Das heißt, sie kann den Gremlin dazu benutzen, Desorientierung, Betäubung, Panik und Bewusstlosigkeit zu entfernen. Gut, aber jetzt geht's zur Mission. Gorilla-Einsatz haben wir. Habe im letzten Video schon erklärt, dass wir eigentlich momentan nicht unbedingt einen Wissenschaftler brauchen oder auch nicht unbedingt einen Ingenieur. Da sind wir jetzt eigentlich ganz gut. Da stehen wir ganz gut. Obwohl beide düsteren Ereignisse nicht schlecht wären, wenn wir es verhindern würden, möchte ich dann trotzdem auf die Vorräte gehen und den Schnelleinsatz verhindern. Schnelleinsatz heißt, dass wir eine zusätzliche Gruppe pro Gorilla-Einsatz im nächsten Monat kriegen würden. Auch nicht verkehrt, wenn wir das verhindern. Was mich ein bisschen stutzig macht, hier Schwierigkeitsgrad schwer. Ich glaube, das haben wir jetzt das erste Mal. Das könnte ein Problem werden. Heißt es vier Gruppen? Wahrscheinlich. Setze Kurs auf die westliche USA. Was auf jeden Fall ist, wir können eigentlich wieder unser A-Team mitbringen. Wir sind jetzt alle drei, waren ja bei der letzten Mission nicht verfügbar und sind jetzt alle drei zurück. Also Ilaria, klar, Sam und auch Ed. Und dann möchte ich gerne Rob dabei haben. Na, Rob. So, und jetzt wollen wir schauen, wen haben wir noch? Wyman, Brienne und Euro. Das wären jetzt unsere Möglichkeiten, die wir mitbringen könnten. Da wir immer noch nicht den guten Raketenwerfer haben und immer noch drei Schaden pro Granate machen, probieren wir es mal mit Brienne. Kriegt die gleich ihren ersten Einsatz. Gut. Dann bringt natürlich Brienne als der Sanitäter auch das Medikit mit. Und die Flashbang, die Blendgranate, die bringt dann einfach mal Rob mit. Und los geht's. Angeblich zieht der Widerstand in diesem Gebiet über eine provisorische Anlage kritische Daten des jüngsten Alien-Projekts aus dem Advent-Netzwerk. Aber die Aliens haben scheinbar Wind davon bekommen und schicken Verstärkungen, um das Gerät zu zerstören. Wir greifen ein, um das Gebiet zu sichern und das Gerät zu schützen, bevor sie es zerstören kann. Firebrand bringt uns gerade in die Slums schmutzige Ebene in Vancouver. Westamerika, Operation ist der Wolfschemen. Und wir sollen Gerät beschützen. So eine Mission hat man ja schon mal. Und da die Aliens momentan immer noch nicht so wahnsinnig viel Schaden machen, heißt es auch, wir haben einen recht großzügigen Timer auf der Mission. Also das finde ich jetzt schon mal sehr positiv. Und natürlich müssen wir sämtliche Feinde neutralisieren auf der Map.
Manus 1-5, feindliche Truppen sind bereits auf dem Weg, um den in der Nähe installierten Datenzugang zu zerstören. Uns bleibt nicht viel Zeit. Wir müssen das Gebiet säubern und das Gerät um jeden Preis sichern. Bradford, das machen wir. Rob. Okay, was wir hier wieder haben, da drüben ist es gar nicht so weit weg. Ja, hier in dem Haus ist schon das Gerät. Was wir hier wieder haben, das ist diese Straße, Brücke, die wir natürlich zu unserem Vorteil nutzen wollen. Da werden wir ein paar Jungs hochschicken, um Höhenvorteil zu haben. Und wir sind die erste Gruppe schon. Ah, deswegen vielleicht schwer. Okay, also was haben wir jetzt hier entdeckt? Jetzt sieht man es nicht mehr so gut, aber ihn sieht man noch. Das ist perfekt, das war ein Sektoid. Und zwei mit 9 Leben, hat man bisher noch nicht. Der Trooper ist upgegradet worden. Er hat jetzt nicht mehr 4 Leben, wie er vorher gehabt hat, sondern er hat jetzt 9 Leben. Das könnte jetzt vielleicht auch zu dem Schwer führen. Ich denke mal, wir sollten da gleich mal ein bisschen vorpreschen. Ja. Da kann man außen rumlaufen, Ed. Da muss man nicht den schwierigen Weg über die ganzen Hindernisse laufen. Ach, das wäre gefährlich da. Okay, Sam. Haben wir eigentlich alle schon schön nach vorne gezogen. Hilaria geht noch. Na, da gehen wir jetzt nicht mehr. So, wo waren die nochmal? Die waren auf der Garage drauf. Oder auf dem Haus. Was immer das ist. Okay. So, jetzt bringen wir unsere Leute vielleicht noch. Aha. Also da müssen wir aufpassen. Da dürfen wir genau nicht reinfallen in die Falle. Bringen wir die noch schön hier hinter Full Cover. Ah, der müsste durchs Tor durch. Ich würde da anscheinend so eine Gaudi machen, dass denen das auffallen würde. Das heißt, wir müssen die wieder nach außen rumziehen. Oder wir machen in einem Schritt das Tor tatsächlich auf. Dass wenigstens Rob dann durch kann. So, Rob. Den bringen wir dann mal hier hin. Und in der letzten Runde fällt mir jetzt gerade auf, hat gar keiner auf das Gerät hinten geschossen. Das heißt, jo. Das wird ganz entspannt mit dem Timer. Hey, ihr drei, wo geht's hin? Haben sie jetzt bewegt? Ja, jetzt kriegt er das erste Mal was ab. Aber nur 3 Schaden. Naja, das wird wirklich entspannt. Was sind jetzt, haben sie die jetzt bewegt oder haben sie die nicht bewegt? Ich weiß nicht. Könnte sein, könnte nicht sein. Ich glaube, wir sollten anfangen. Ed, kannst du darüber eine Granate schmeißen und triffst alle? Dann würde ich anfangen. Ja, wahrscheinlich treffen wir nicht alle. Weil die natürlich auch saublöd stehen da. Der Sektoid wird... Was ist ein Sektoid? Ich glaube schon. Der wird wahrscheinlich da hinten irgendwo stehen, sodass wir nicht sehen. Dann lassen wir das noch. Wir haben Zeit, wie gesagt. Aber weiter rein können wir auch schon nicht mehr gehen. Wir können also nur rüber. Das ist die einzige Möglichkeit. Rian bleibt hier. Lara geht hier hin. Schauen wir nochmal eine Runde Overwatch zu. Wie sie sich hier in Sicherheit wiegen. Okay, sie gehen noch weiter nach rechts. Beeindruckt mich immer noch nicht. I'm on the move.
Was ist, wenn er jetzt hier reingeht und von hier die Granate versucht? Trifft er da jetzt alle drei? Und der dritte. Ah, der steckt da. Trifft alle drei. Okay, wir nehmen auch einiges an Cover weg, das heißt, sie müssen sich ganz schön bewegen. Ja. Ich würde sagen, wir fangen mal an. Bevor das hier langweilig wird. 3, 3 und 4 Schaden, okay. Ja, Cover is blown. Indeed. Ach, der hat uns aber schön in die Augen geschaut. Der Sektoid. Okay, so. Was haben wir? Der hier. Mhm. Der eine ist da hinten und der steckt da hinten in Half-Cover. Ah, irgendwas ist mit der Steuerung los. Hier wird man aus Half-Cover einen Schuss auf den Sektoid kriegen, der hat noch 7 Leben. Brienne. Sam. Kann der irgendwas Sinnvolles machen? Ich sehe jetzt erstmal überhaupt nichts. Rob. Hat 85% auf den da. Das hört sich gut an. Den decken wir auf, Rob, und 85% könnte ein Kill sein. Ist ein Kill, sogar gecrittet mit 50% Chance of Crit. So, not too shabby, ja, yeah, absolutely. So, dann werden wir Brienne hierher ziehen. Kriegt die einen Flankshot auf den Sektoid. 61% auf den, auch nicht so schlecht. Schaden macht sie mindestens 5. Hm. Dann gehen wir auf den Sektoid. Erster Schuss von Brienne. Den Sektoid fast erwischt. Jetzt haben wir noch Ilaria und Sam. Sam, kann der irgendwie vielleicht da hinten durch das Loch reingehen? Sieht er da irgendwas? Oh. Der könnte zumindest wieder, weil er aus Verstohlenheit schießt, ziemlich guten Schuss auf den hier abkriegen. 85%, dann ist er tot, der Trupper. Jawohl. Aber wieder totaler Overkill, Leute. Ihr müsst nicht immer so dermaßen übertreiben. Jawohl. Sonst ärgert mich wieder, dass er genau um einen stehen bleibt. Lieber Overkill. So, und hier machen wir natürlich über Gefechtsprotokoll, machen wir den Gar aus. Gut, erste Truppe gleich mal ohne große Schwierigkeiten zerlegt. Nächste Gruppe steht hier. So, ich denke mal, jetzt sollte man das machen, wo ich am Anfang meinte. Dann bringen die Leute mal hoch. Laria, hoch. Ed, bringe ich auch hoch. Kann nicht jeder hoch. Kann nicht jeder hoch, das ist korrekt. Das heißt, Sam geht mal zurück, aber dann geht vielleicht Rob hoch. Gut. Und Ed da unten. Wurden die geschossen? Da drüben. Ja, wenn wir den jetzt aber zu weit drüber ziehen. Also nach vorne ziehen wir auf keinen Fall. Aber das müsste gehen. Genau. So, Overwatch. Jetzt rechnen wir uns nochmal ganz kurz hier den Timer aus. Aber ich glaube, der ist wirklich genügend. Wie viel hat das Leben noch? Oh, 35. 31 Leben. Ja. So. Da haben wir jetzt gut, jetzt nur 10 Runden Zeit. Viel zu viel eigentlich. So, wo könnte Ed hingehen?
Könnt ihr auf jeden Fall mal dahergehen. Vielleicht machen wir die Truppe auf. Schauen wir mal. Sieht er die? Ja, er sieht sie. Oh, ist Mac. Advent Mac. Und nur zwei. Okay. Advent Mac und Lancer. Granate. Kommt ins Ziel. Sehr schön. Schreddern wir wahrscheinlich sogar noch eine Armor bei dem. Und nehmen dem Stun Lancer sämtliche Cover weg. Passt. So, also müssen wir jetzt ein bisschen wenigstens aufpassen. Ich möchte mir nicht direkt neben das Auto stellen, weil wir den nicht abbauen können, da, den jungen Mann. Dann schießen sie ja womöglich eine Granate hoch und dann schauen wir aber nicht gut aus. Das heißt, wir gehen. Reicht es schon? Ich glaube, das sollte reichen, dass uns explodierendes Auto nichts mehr ausmacht. Was haben wir? 94%, der wäre tot. 97% gefällt mir. Bewegen wir aber erstmal die anderen. Wenn wir Brienne hier herbewegen, kriegt sie überhaupt einen Schuss auf irgendwas? Schade. Ist zu weit weg. Okay, na, jetzt haben wir schon das Problem. Nein, sie kriegt den Schuss. Hat er uns nicht angezeigt, der Mod. 95%. Fangen wir. Das ist auch sofort Deal. Oh, genau, die 5 Schaden. Ich glaube, er hat nur 5 gehabt. Aber exakt, um ihn wegzumachen. Ja, für Rob ist es jetzt auch einfach. Auf wen er schießt, ist es nur noch einer da. 7 Schaden, schön. Wie hat er noch? Ein Leben noch. Ja. Das eine Leben weiß ich, wer das dem abnehmen könnte. Sehr schön. 2 Kills für Elaria ist natürlich auch exakt das, was ich da gerne hätte. Und jetzt ziehen wir mal Sam in einem großen Schritt nach. Kann ja nichts mehr aufdecken da. Nächste Truppe. Wissen wir nicht, wo sie ist. Sie ist definitiv noch nicht einmal in der Nähe von diesem Gerät. Das heißt, wir können uns hier jetzt super positionieren und sollten uns eine Annäherung an den Loot hier überlegen. Haben wir jetzt noch 2 Runden Zeit. Wir könnten einmal Sam hier hinter das Teil bringen. Schauen wir mal, funktioniert das? Jawohl, da bleibt er dann auch. Weiter geht er noch nicht. Brienne, oder erstmal Elaria, ziehen wir mal. Können wir jetzt erstmal hier zu dem Auto ziehen, ist egal. Add. Mal da rein. Sam. Mal hier hin. Brienne ziehen wir auch noch nach. Okay, alle auf Overwatch. Vielleicht. Oh, da oben ist eine Truppe gewesen. Das hat sie gerade rausgescheint. Die scheint in dem ersten Stockwerk hier zu sein. Ich weiß nicht, warum wir es nicht aufgedeckt haben, aber man konnte ganz kurz ihre Lebensbalken sehen. Haben wir schon wieder gesehen, die Lebensbalken? Ja, bewegt euch doch einfach einmal. Weil ich habe jetzt nämlich nur noch diese eine Runde, um den Loot zu holen. Da gehen wir auch nur diesen mal schauen, ob dieser eine Step reicht, um die Gruppe aufzumachen. Na? Hat nicht gereicht. Was ich gut finde. Oh, dann bringen wir ihn wieder in seine alte Position zurück. Add. Stellt sich mal neben Rob. Ehrlich gesagt möchte ich noch eine Runde warten, bevor ich jetzt nach vorne gehe. Weil vielleicht bewegt sich die Gruppe doch und dann sind sie auf jeden Fall bei uns im Overwatch drin. Wie gesagt, man sieht sie ja schon. Jetzt werden wir sie wahrscheinlich gleich wieder sehen, genau, da oben. Jetzt bewegen sie sich. Jawohl, alles richtig gemacht. 7 Schaden von Ed auf irgendwas mit 8 Leben, also wahrscheinlich ein Stunlancer.
Genau, Captain, Stunlancer und ein guter Trooper, ein verbesserter Trooper. 7 Schaden von Sam. Der Stunlancer ist down. Mehr Schüsse haben wir aber leider auch schon gar nicht gekriegt. Okay, oben, was seht ihr? Seht ihr was? Ihr seht nichts. Und zwar überhaupt nichts. Okay. Hier können wir auf jeden Fall die Suppression auch nutzen, wenn es ist. Oh, geringe Chance, was zu treffen. Brennen sind wirklich gar nichts. Wie weit müssen wir denn zurückgehen? Der ist nur in Half-Cover, den schicken wir mal in Full-Cover. Gut. Der ist in Full-Cover und er ist auch in Full-Cover. Da gehen wir auf jeden Fall mal auf das Spiel mit der Blankgranate ein. Flashbang. Das ist mir alles zu gering. Wir gehen hier mal auf Overwatch. Durch Flashbang sollte uns nicht so viel passieren. Die oben sehen es gar nicht, die in Halfcover sind. Also auf die können uns gar nicht schießen, außer dass sie sich bewegen. Okay, das ist auch eine Option, genau. Gut gemacht, Captain. Okay, jetzt sind sie aber komplett aus unserer Sicht raus. Aber der eine könnte sich jetzt wirklich günstig hingestellt haben. Ich habe gesehen, wie der gelaufen ist. Es war fast ein bisschen... Und den da. Sehen wir hier nirgends. Schade. Da stimmt doch der Mod irgendwie nicht, oder? Achso, der ist hier voll in der Full Cover. Ich glaube, wir müssen hier mal ganz dringend... Genau, und da würde ich mal vorschlagen, dass das Sam macht. Ganz dringend hier diese Mauer abbauen, damit wir einen guten Schuss hinkriegen. Okay, so schaffen wir es nicht. Das heißt, wir müssen ihn nach vorne in Halfcover bewegen. Aber ich glaube, das bringt uns einiges, wenn wir hier diese Mauer abbauen. Wir schaden auf den Captain auch noch gleich. Und er steht auch noch, aber absolut im Freien. Jetzt ist natürlich die Frage, ob wir noch genug Leute haben. Ja, und durch das, weil die Mauer jetzt plötzlich weg ist, kann Brienne dem eine raufrüsseln, beziehungsweise den Kill, den gehen wir. Oder wir versuchen ihn zumindest an Elaria zu füttern. Können wir jeden Kill brauchen. Jawohl. So. Mann, es wäre ja wahnsinnig verlockend, den jetzt hierher zu stellen und dem einfach eine reinzuballern, aber ja. Und wir könnten auch gleichzeitig sie auch noch reinschicken. Jetzt hätten wir zwei. Sollte doch mit dem Teufel zugehen. Wenn wir den nicht legen. Mit wahrscheinlich so 90% Schüssen jeweils. Oh, 75 plus. Aber jetzt mal ein bisschen übertrieben. Tatsächlich geht der auch gleich mal sauber da vorbei. Ja. Rob, musst du da einen Game Saver spielen hier? Aber du bist das ja gewohnt. Du hast uns ja noch nie enttäuscht. Oh! So, wenn das so ist, dann müssen wir das mal ganz anders spielen. Aber jetzt hatte ich schon im Hinterkopf. Ah, der kommt gar nicht hin. Verflucht. Schlecht gemacht. Desorientierung wahrscheinlich weg, oder? Ja, okay. Jetzt steckt man leider einen ein. Oder auch nicht.
Ihr dürft mich nicht fragen, warum diese Trooper einfach die Chance herschenken, mir einen einzuschenken. Ich hätte es akzeptiert, wäre okay gewesen für mich. So kriegt Rob die Chance, im zweiten Versuch den zu legen. Und da scheint noch eine Gruppe unterwegs zu sein. Okay. Dann bringen wir erst einmal die Leute wieder in Sicherheit. Passt. Ja, lass mal oben. Passt auch. Feuerschutz. Die waren eigentlich sicher, dass wir durch sind. Aber anscheinend ist da noch irgendwo eine Gruppe. Die Frage, wo könnte die sein? Okay, die kann eigentlich nur da oder da sein. Alles klar. Aber das gehen wir jetzt ganz langsamer. Nicht hudeln, wir laden nochmal nach. Da müssen wir nicht nachladen. Aber ich glaube, wir gehen mal runter. Befürchte, egal wo die sind, es ist zu weit weg. Oh, und das war's auch schon. Auf geht's. Wir müssen doch kommen, oder? Die haben den Auftrag, das Gerät zu zerstören. Ich meine, die können da hinten auch irgendwie rumbummeln, klar. Aber, oh schade, das ist kein Cover. Sollten wir Brienne mal da nach hinten schauen. Aber sieht nichts. Ed. On your order. Okay. Si, tú lo dices. Ganz kurz schauen, brauchen wir noch irgendwo ein Reload? Na. Okay, so. Scanning. Overwatch. Affirmativo. Cubriendo. Jetzt halt. Zwei Sektoids, okay. Daneben. Ah, und der Reaper. Auch hier daneben. Rob daneben. Jawohl, alles geht vorbei. Cover. Okay, die haben natürlich alle verdammt viel Leben, ja. Orders confirmed on the move. So, was haben wir? Jetzt sind wir mal aufgestellt, nur 50%, okay. 60%. Auch 60%. Hier haben wir Suppression. Ja, die Suppression machen wir auf jeden Fall mal. Das heißt, den setzen wir dabei einfach mal außer Gefecht für die nächste Runde. Das passt.
Dann habe ich aber nur eine Option gesehen. Hier können wir die Splittergranate noch benutzen. Das passt. Nehmen wir dem das Cover weg und 3 Schaden. Das heißt, das könnte unser Opfer diese Runde sein. Da sollte man nämlich jetzt auch dann möglicherweise gute Schüsse auf den noch hinkriegen. Ja, 80%. Genau, da hat Sam schon mal alles richtig gemacht. Passt. Die Viper wird sie wahrscheinlich versuchen einzuholen. Hier, Ilaria oder... Oh, Sam ist gerade befördert worden. Das freut mich. Hier gehen wir auf Overwatch, beziehungsweise schauen wir uns mal ganz kurz an, was uns das Ding hier zu bieten hat. Ich soll es nicht machen. Ich habe gerade schon mehrmals gesehen, dass unten im Tooltip durch den Mod perfekte Informationen oder wie der heißt, das sieht man. Es wackelt aber schön. Okay, das ist nur. Boah, hoffentlich kann ich hier den Abbrechen-Button da treffen. Gut. Ist gar nicht so gut, wenn man neben jemand hackt, der gerade auf Suppression ist. Okay, hier gehen wir auf Feuerschutz. Und ich denke mal, er geht dabei auf Feuerschutz. Also befürchte, die Viper wird sich versuchen einzuholen. Na, die bewegt sich, ne? Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber daneben, der Drop. Ja, du versuchst die Sam zu holen und sie hat es halt geschafft. 3 Schaden. Aber sie stellt sich direkt so hin, dass sie definitiv ein Opfer ist nächste Runde. Und er versucht durch einen Psy-Trick. Okay, hat er desorientiert. Nichts, was mir jetzt zu groß vor Probleme stellt. So, Ilaria. Du kannst dir die Viper holen. Die anschießen und dann macht Sam sie fertig. Anzählen. Okay. Ja, Sam steht auf und denkt sie, what the fuck. Und jetzt muss ich wegen dir schon wieder ins Lazarett. Achso, die können natürlich ein Revival-Protokoll auf ihn machen, aber irgendwie, das bringt es nicht wirklich. Add. Oh, ist ohne Moon. Mal nachladen. Hat dann natürlich nicht wirklich irgendwas, also Feuerschutz. Da, Feuerschutz. Und ihn bringen wir ein bisschen näher ran. Und zwar unter gutes Cover. Dass er nächste Runde den Sektoid flanken kann. Sektoid muss sich fast wegbewegen, wenn er nicht geflankt werden will. Oder er hat so viel Angst, weil er alleine ist, dass er jemand wiederbelebt. Ich glaube, das macht er auch. Jo. Das war's wohl mit ihm. Jetzt wird er von 100.000 Seiten geflankt. So, Ilaria, ihr könnt den Kill wieder kriegen. Also wir können ihn ja super brauchen. Aber die wird ihn nirgends sehen, egal wie wir das machen. Egal wie wir das drehen. Die wird den nicht sehen. Vielleicht hier. Vielleicht von hier. Ja, von hier eventuell. So, also. Wen haben wir? Aber. Oh, Sam kommt nicht einmal so nah hin, dass er sie flanken kann. Ihn es flanken kann. Aber Brienne. 94%, hört sich doch gut an. Jetzt hat Schaden reingejagt. Okay, da versucht sich Ilaria zumindest an dem Schuss. Stellt sie direkt ins Freie, direkt neben den Zombie. Todesmutig. So wie ich sie kenne. Und versucht den 60% Schuss ins... Leider daneben, schade, ne? Wäre ein weiterer Kill auf ihrer Karriere zum Captain gewesen.
Jetzt müssen die anderen aber treffen. Du kannst es schaffen? Sehr gut. Das sind doch Ansagen, oder? Die will man hören. I can handle that. Ja, von wegen. Von wegen, I can handle that. So, jetzt schaut es nämlich ganz beschissen aus, Freunde. Jetzt muss er das handeln. Auch 60%. Auch Ed kann es nicht handeln. I got nothing. Yeah, I got nothing. Come on, are you kidding me here? Okay, dann müssen wir jetzt leider den komplett anderen Plan hier abspulen. Schade. Also das ist jetzt gerade beschissen gelaufen. Zu offensiv gespielt. Und jetzt steckt mal nicht ein. Boah, der hat vorbeigeschossen mit 75%iger Wahrscheinlichkeit. Aber der haut Ilaria mal so richtig auf den Rüssel. Verflucht! Nochmal! Entschuldigung. Leute, das war Versagen auf ganzer Linie war das. Versagen auf ganzer Linie war das. Trotzdem können wir noch was weiteres jetzt probieren. Jetzt zerlegen wir dann wenigstens noch den Zombie. Dass uns dann wenigstens noch diesen einen Zusatzkill dann wenigstens noch haben. Jetzt klappt es natürlich wunderbar. Vorher muss man ja dreimal vorbeischießen. So, Elar, jetzt kriegst du deine nächste Chance. Kriegst natürlich nicht, weil ich wieder nicht gesehen habe, dass du nachladen musst. Dann bekommt Ed seine Chance. Jetzt stehst du ihm auch noch im Weg. Das ist irgendwie Spiel unkonzentriert. Oh, down. Hostile terminated. Manus 1-5, Status bestätigt. Alle Feinde erledigt und Gebiet gesichert. Manus 1-5, Status bestätigt. Mission erfüllt. Ja, wir haben ewig gebraucht. Und leider zwei Verletzte und Ilaria war halt absolut unnötig. Total unnötig. Ja, wie hätte man das anders spielen können? Wie hätte man das jetzt machen können, dass hier nichts passiert wäre? Ja, ich hätte es auf sicher einfach spielen können. Alle schön hinter Cover, den Zombie abbauen. Und am Schluss dann versuchen, noch irgendwelche Schüsse in den Sektor reinjagen. Und ihn dann nächste Runde töten. Naja, gut. Es war zu offensiv. Ich wollte unbedingt den Killer an Ilaria füttern. Dafür darfst du sich jetzt erst einmal ein bisschen gemütlich machen. Boah, wir kommen diesem Captain einfach nicht näher. Unglaublich. Aber nur 11 Tage verwundet und Sam nur 12. Das passt, weil ich weiß schon, wie wir die gleich wieder aus dem Lazarett rauskriegen. Und Sam hat eine Beförderung. Dann nehmen wir natürlich Verbergen. Das heißt, wir können ihn einmal pro Mission nochmal in Verborgenheit schicken. Das ist super, weil dann kriegt er auch diesen Schattenangriff noch ein zweites Mal. Und er kann rumscouten, auch nachdem wir ihn schon aufgedeckt haben. Ja, 161 Vorräte haben wir gekriegt und das düstere Ereignis Schnelleinsatz verhindert. Gut, so, jetzt werden wir kurzfristig
hier die Marjorie rausnehmen. Dann braucht der Schädelstecker leider wieder ein bisschen länger. Und dafür die Marjorie hier reinstecken. Und dadurch sollten unsere Verletzten schneller wieder da sein. Das heißt, Ilaria sollte in 5 Tagen wieder da sein. In 6 Tagen wieder da sein. Das reicht vielleicht bis zur nächsten Mission. Gut, jetzt machen wir weiter, denn wir haben, glaube ich, genau die gute Rüstung vor uns. Und Avenger-Energie, was immer das ist. Okay, weiß ich gar nicht. Ist aber eh die einzige Möglichkeit, die wir haben. Also fliegen wir gleich mal dahin zum Radiosender. Avenger-Energie. Habe jetzt eine Idee, was das sein könnte? Vielleicht ein zusätzlichen Wachturm bei der UFO-Mission? Na, keine Ahnung. Da, Plattenrüstung. In 2, in... Commander, nein. Die Aliens lassen nicht nach. Sie betreiben bereits mehrere Einrichtungen auf der ganzen Welt. Uns läuft die Zeit davon. Ist klar, wir haben Zimmer auch gleich voll. Wahrscheinlich werden wir heute noch voll. Jo, jetzt sind wir voll. Im Avatar-Projekt, aber keine Angst. Das ist kein Thema. Immer wenn wir jetzt so eine Einrichtung angreifen. Die Aliens machen noch immer Fortschritte beim Avatar-Projekt. Wenn wir sie verlangsamen wollen, müssen wir uns beeilen. Commander, uns läuft die Zeit davon. Das Avatar-Projekt erreicht seine letzte Phase. Wir können die Fortschritte der Ältesten nur verlangsamen, indem wir eine ihrer Einrichtungen zerstören. Wir müssen schnell handeln, sonst ist alles verloren, wofür wir gekämpft haben. Ist mir klar, Central. Wir haben jetzt 25 Tage Zeit, entweder eine von den Teilen hier anzugreifen, eine Einrichtung, oder was wir angreifen werden, das ist hier die Black Side, die ist auch schon freigelegt. Aber da haben wir jetzt nur ewig Zeit, also ewig, 25 Tage, deswegen keine Hektik. Ich hoffe, Sie finden die Ergebnisse genauso faszinierend wie ich, Commander. Absolut faszinierend. Wir haben jetzt die Plattenrüstung, sehr schön. Die Predator-Rüstung, die können wir jetzt bauen, das machen wir auch sofort. Dann haben wir Elerium als Forschung und wir können im Testbereich 2 Anzüge bauen. Zwar den Spinnenanzug und den Exo-Anzug. Und die Advent-Soldaten-Autopsie ist sofort verfügbar. Die ziehen wir natürlich sofort durch. Da meine chirurgischen Erfahrungen recht begrenzt sind, ist die Mannschaft sicher dankbar, dass ich an gefallenen Advent-Soldaten übe, bevor ich unsere Verwundeten versorge. Für den Laien sehen die gewöhnlichen Advent-Soldaten wie Menschen aus. Aber die Aliens haben den offensichtlichsten Unterschied zum Menschen mit Hilfe eines geschickt gestalteten Helms verborgen. Also Tigen macht hier schon immer eine Sauerei dabei. Gefechtsscanner. Trotz einer Analyse muss ich immer noch herausfinden, welche Vorteile die gewaltigen Augen des Advent-Hybrid-Soldaten bieten, falls es überhaupt welche gibt. Ihre Sehschärfe zu messen, dürfte sich als schwierig erweisen. Wegscanner braucht eigentlich kein Mensch. Wenn wir eine bauen, neue Forschung. So, jetzt wollen wir mal schauen, was haben wir denn überhaupt. Was interessant eventuell wäre, ist die gesichtslosen Autopsie. Da kriegen wir nämlich das Mimic Beacon. Dann ist es eigentlich, war zumindest bis zum Patch absolut broken. Jetzt ist es immer noch gut. Wäre eine Möglichkeit. Oder hier irgendwo Psionik. Brauchen wir eigentlich noch nicht. Wir können sowieso das Psylab noch nicht bauen. Widerstandsfunk wären nur 3 Tage. Ich glaube, wir machen erstmal die gesichtslosen Autopsie. Mir fehlen die Worte zur Beschreibung der Schwierigkeiten, die wir bei der Handhabung dieser Kreatur hatten, die von unseren Soldaten als gesichtsloser bezeichnet wird. Die unklare Form ihrer physischen Struktur, einschließlich der formbaren, halbfesten Außenschicht, scheint nach dem Ableben der Kreatur langsam zu zerfallen. Sie sondert zudem einen beißenden Gestank ab, der im Lauf der Zeit immer stärker zu werden scheint. Schaut auch eklig aus. Okay. Ja, was wir jetzt auf jeden Fall machen werden, ist... Wir bauen uns was. Ich habe bemerkt, wie Mannschaftsmitglieder auf die Narbe von der Chip-Entfernung an meinem Hinterkopf starren. Wenn ich das nicht selbst hätte tun müssen, wären die Schnitte sicher sauberer gewesen. Was kann ich für Sie tun, Commander? Plan geht auf. Wir können uns genau die Predator-Rüstung mit den 60 Alien-Legierungen bauen. Die holen wir uns natürlich auch sofort. Die treffend benannte Predator-Rüstung soll die Lebensdauer unserer Soldaten im Einsatz erhöhen. Unsere Soldaten haben jetzt 2 mehr Leben.
und einen zusätzlichen Rüstungsplatz. Den brauchen wir zwar jetzt eigentlich noch nicht, weil wir noch gar nicht so viele Gegenstände haben, aber werden wir auf jeden Fall später absolut zu würdig wissen. Können wir da was bauen, was irgendwo Sinn macht? Ne. Gut. Dann geht's weiter mit dem Scannen. An der Alien-Energie. Oh, Ilaria und Samuel sind zurück. Oh, jetzt habe ich das mit Return weggedrückt und weiß nicht, was es war. Okay. Ich wollte nämlich eigentlich zurück, um den Ingenieur ganz schnell wieder umzusetzen. Tja, jetzt wissen wir nicht, was wir eigentlich erforscht haben. Ich lese mal nach im Internet. Okay. Lustig. Okay. Weiter geht's. Der Gesichtslose ist auch schon fast fertig. Aber bis dahin kommen wir nicht mehr. Advent Vergeltungsschlag. Retaliation Zeit. Okay, wir haben wieder alle zurück. Ja, die Mission war bis zur letzten Gruppe ein voller Erfolg. Danach ein bisschen gehudelt, unsauber gespielt und dann leider Schaden einstecken müssen, was aber überhaupt nichts ausgemacht hat, weil die Leute schon wieder zurück sind zur nächsten Mission. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Sollte es euch gefallen haben, dann lasst doch ein Like da oder abonniert. Und wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin einfach meinem Motto folgen. Keep on rockin'!